Hey Leute, willkommen zu einem neuen Minispiel. Ja, mal wieder ein weiterer Agario-Ableger. Ich habe das Gefühl, ich spiele nur noch solche Spiele. Aber es gibt noch einen. Das dürfte jetzt auch der letzte sein. Das ganze Ding heißt Deep.io mit IEIE. Mit IE. Und das gucken wir uns heute mal an. Das ist das wohl komplexeste Ding. Das sieht folgendermaßen aus. Wir sind diese blaue Kugel hier, die jetzt schon, ja, die jetzt schon sofort erledigt ist. Nochmal, ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Also, hier ist sozusagen unser kleines, aber feines Schlachtfeld. Wir müssen andere Leute abschießen. Das heißt, wir können tatsächlich schießen. Wir schießen hier diese roten Punkte. Und wir haben hier tatsächlich ein Level-System und alles drum und dran. Ich weiß noch nicht viel davon, weil ich es, ehrlich gesagt, jetzt auch zum ersten Mal spiele. Gestern habe ich es nur kurz angespielt, um zu gucken, ob es was ist. Und es ist was. So. Hier sind diese ganzen gelben Dinger. Das sind einfach nur irgendwelche. Ja. Und die Teile, die so aussehen wie wir, wo die Namen dran stehen, das sind andere Spieler. So. Wir sind natürlich jetzt noch gänzlich schlecht. Das bringt uns irgendwas auf jeden Fall. Wir sind jetzt Level 3 ist schon. Level 3 unten sieht man's. Den greife ich mal lieber nicht an. Oh, der hat mich getroffen. Ey, du triffst mich nicht. Kannst du vergessen hier. Ich glaube, wir sollten uns erstmal so ein bisschen im Hintergrund halten. Ich weiß nicht, ob wir Leben wieder auffüllen können. Wäre vielleicht ganz gut. Wow, die können mit Dreiecken schießen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, die müssen wir so erledigen. Guck mal, hier oben sind noch ganz viel. Boah, die haben viel Energie. Also man sieht immer an diesen kleinen Balken, wie viel Energie die noch haben. Ist ja, denke ich mal, recht logisch. Und ich habe nicht mehr so viel Energie. Das ist mein Problem. So, was haben wir jetzt hier? Score 139 und Level 7 Tank. Das, was auch immer das bedeuten mag jetzt. Guck mal, der hat den jetzt gerade erledigt da. Also ich habe noch keinen anderen Spieler bekommen. Das heißt wahrscheinlich, dass ich nicht wirklich gut bin. Diese gelben Teile, die hier so rumfliegen und die Dreiecke, die sind einfach nur so da. Das sind, ich weiß nicht, die stehen einfach so ein bisschen im Weg rum, ziehen einem auch Leben ab, wenn man dagegen kommt. Aber die geben auch hier einem hier Level. So. Deswegen schieße ich die mal ganz fleißig ab. Mal gucken, vielleicht bringt uns das ja was. Ich weiß es nicht. So. Viele andere Spieler sind hier auch gar nicht mehr, ne? Mein Leben ist wieder voll, fällt mir gerade auf. Okay, dann können wir uns jetzt vielleicht doch mal anderen Spielern widmen hier langsam. Level 10 sind wir jetzt inzwischen. Wir haben aber. Was können wir hier machen? Oh, wir können. Ah, guck mal, wir können hier skillen. Guck mal, wir können hier skillen. Dann mache ich erstmal einmal alles. Das ist ganz viel. So, jetzt geht's aber los hier, Freunde. Jetzt geht's los. Guck mal, jetzt treffen wir mit einem. So. Ich muss ein bisschen gucken. Eieiei. Ey. Du triffst mich gut. Hilfe. Nein, verdammt, der hat mich getroffen. Okay. Habe ich jetzt noch mal alle meine Level? You will spawn at Level 5. Alles klar. Das heißt, wir haben ein bisschen was. Ein bisschen was haben wir noch an Leveln. Ich kann hier unten tatsächlich meine Level einsetzen. Wartet mal. Hier zum Beispiel. Muss ich kurz ausweichen. Also unten links sieht man das. Da kann ich mein Level machen. Hier, wenn ich auf diese Plus drücke. Hier können wir zum Beispiel mal die alle verbrauchen. So. Haben wir es. Haben wir mehr Energie hier mit unseren Schüssen. Das sollte uns recht gut helfen. So. Boah, der hat zwei Rohre hier. Ich weiß nicht genau, wie man das hinkriegt. Nee, der hat mich schon wieder getroffen. Ich habe noch nicht wirklich eine Chance gegen die anderen, merke ich. Und wir verlieren jedes Mal, wenn wir sterben, Level. Das ist auch Kacke. Jetzt habe ich zum Beispiel nur noch zwei Level. Vielleicht sollte ich mal lieber auf Leben gehen. Was ist das denn hier für ein Ding? Hoffentlich bringt der einiges. Lul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 u. Hey. Mensch, das war gemein. Ah, ich bin wieder Level 3. Das ist gut. Vielleicht sollte ich mal, wie gesagt, lieber auf
Wow. Das war unfair. Das war verdammt unfair. Vielleicht sollte ich lieber mal auf Level. Quatsch, mein Level hier auf Leben verwenden und nicht auf Schussstärke. Noch kann ich überhaupt keine. Aha, jetzt kann ich Leben machen. Level machen. So. Pass auf hier. Bin ich voll ins Feuer geraten. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man den auch ausweicht hier. Die können dann natürlich auch mehr oder weniger unbewusst treffen. Jetzt habe ich schon wieder 4 Punkte, die ich verbrauchen kann, wenn ich hier mal gerade eben ein bisschen Ruhe habe. Warte mal. Wo kann ich Ruhe? Ruhe, Ruhe, Ruhe. Guck mal, der LOL da oben, der LOL. Der ist mir auf den Fersen. So, jetzt kann ich mal eben. Health. Ist gut. Ist gut, ist gut. Das haben wir alles verbraucht. Eieiei, ich bin trotzdem schon fast wieder hier am Ende. Was? Wow. Okay. Also, es ist auf jeden Fall nicht einfach und es ist so recht, naja, recht komplex eigentlich für den Einstieg. Wie viele können die machen? Das ist doch nicht mehr normal hier. Hilfe! Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich würde sagen, ein, zweimal probieren wir noch. Und dann soll das auch genug sein. Ich glaube, ich bin nicht gemacht für diese Spiele. Das, wo ich tatsächlich am besten bin und wo ich auch sogar schon mal auf diesem Leaderboard da war, das gibt es ja hier wieder, das Scoreboard. Wie das funktioniert, weiß ich allerdings nicht so genau bei dem Spiel. Das war Agario tatsächlich, das Original. Das Urspiel sozusagen. Guck mal, ich treffe die noch nicht mal, wenn die direkt vor mir sind. Das ist schon echt übel. Wow. Ich habe gerade nicht hingeguckt, zu meiner Entschuldigung. Ach du Sch. Okay. Ich würde mal sagen, letzter Versuch tatsächlich. Ich habe aber noch ein paar Dingens hier. Machen wir hier mal ein bisschen. Ja. Klatschen wir die mal da drauf. Sind meine Schüsse langsamer geworden? Wow. Sah jetzt so ein bisschen so aus. Man sollte sich auf jeden Fall von zu starken Gegnern fernhalten. Das ist so meine, ne? Er hier zum Beispiel, ne? Der ist natürlich viel zu stark. Und er hier auch. Man kann diese Schüsse aber auch abwehren. Die lösen sich auch nach einer Zeit automatisch auf. Das sind so die Sachen, die ich jetzt mitgenommen habe bisher. Und da ist er ja schon wieder, ey. Ja. Triffst mich aber nicht. Du aber, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe wieder ein paar Sachen hier skillen. So, alles auf Leben. Ich bin trotzdem gleich tot. Das bringt mir gar nichts. Guck mal, da kommt Nostock. Oder Nosetock. Wie auch immer. Kann ich noch was verhauen hier? Ja, tatsächlich. Haben wir da noch einen drauf? Okay, also es wird nur angezeigt, wenn ich noch was machen kann. Okay. Also hier muss man sich erstmal reinfinden, auf jeden Fall. Aber es ist ganz schön. Das ist sicherlich ein interessantes Prinzip. Ich kann gar nicht genau sagen, ob es schon mal ein Spiel gab mit einem ähnlichen Prinzip. Wahrscheinlich schon. Bei Slither.io gab es ja auch schon mal sowas Ähnliches davor. Mensch, jetzt. Der hat mich gleich wieder. Ich hau lieber ab. Ein bisschen das Weite suchen hier gerade. Ich bin nämlich gleich bei Null. Ziemlich genau jetzt. Gut, dann soll das jetzt zum Einstieg zum Zeigen gewesen sein. Das war Deep.io. Könnt ihr euch auch mal angucken. Ich weiß nicht, von Slither.io gibt es, glaube ich, sogar schon eine App. Wie es bei den anderen aussieht, weiß ich noch nicht.